So. Ich finde, dass sich die Arbeit gelohnt hat. So, aber ich habe kein Problem, die stehen hier. Achso, die werden gerade beladen wahrscheinlich, würde ich mal schätzen. Okay, die fahren noch. Ist der Zug lang, Alter? Krass. So. Okay, Leute, wenn wir dabei sind, lassen wir hier den Güterbahnhof noch setzen. So, würde ich jetzt nicht so lang machen. Ja, schon 160 habe ich aber trotzdem immer schon gerne. Sieht einfach besser aus. Drei Tracks. So ja, ungefähr vielleicht. Naja, der Höhenunterschied wird zu krass sein. Ich hoffe, dass ich so bauen darf. Ich hoffe, dass es nah genug dran. Wir testen es einfach mal. Könnte sein, dass es nicht nah genug dran ist. Wir werden es gleich sehen. Yes, Leute! Nice, 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 nice. Ah, schön. So, hier, ja, Moment. Also das muss doch mal sein. Einmal gemischt. So, okay, cool. Ich bin gerade ein bisschen glücklich drüber, wie das hier funktioniert hat. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht irgendwas vergessen. Sollten wir jetzt noch bald mal mit Zügen starten. Ja, das müssen wir auch noch verknüpfen. Das machen wir dann später. Wir machen jetzt erstmal, wir legen erstmal jetzt hier mit los, würde ich vorschlagen, mit Baumaterial. Und das ist an sich easy. Wir müssen nur, das wisst ihr, was auch cool ist, dass wir die Schlacke, das ist ja ein Nebenprodukt hier von bei der Stahlproduktion, dass wir das dann auch gleich hier rüber transportieren könnten, wenn wir wollen. Ne? Das ist ganz geil eigentlich. Das ist ja jetzt auch schon verknüpft miteinander. So, aber nee, wir bringen jetzt einfach erstmal die Steine hierher. Das würde ich jetzt als erstes machen wollen. Und gucken wir erstmal, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. So. Okay. So gut, Leute, dann erstmal die Linien anrichten. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Also, die erste Linie. Was ist das jetzt hier, dieses Rote? Also, das ist das Flugzeug. Die erste Linie ist Stein, Baumaterial, Zug. Theoretisch könnte ja der Zug dann gleich das Baumaterial einsammeln und Leipzig abliefern, ne? Finde ich. Machen wir mal Stein, Bau... Und dann noch Leipzig. Machen wir Leipzig einfach, das ist dann okay. Hier noch ein G hin. Danke. Das heißt, ne, der lädt hier die Steine ein. Bringt die hier hin. Aus irgendeinem Grund ist jetzt hier noch keine Linie anzusehen. Ah, ich weiß warum. Also nochmal, dann hier hin. So, und dann, wenn er die Steine abgeliefert hat, kann er das Baumaterial einladen für Leipzig. Lass mal Leipzig bringen. So, und dann geht alles von vorne los. Übrigens habe ich eigentlich schon Cargo eingerichtet hier. In Leipzig für Industrie. In der Industrie brauche ich kein Cargo. Aber für Gewerbe bräuchte ich mal Cargo. Guck mal, Leute, das ist ja kaum verbunden. Drum ist hier so viel Gewerbe ringsum entstanden wahrscheinlich. Krass.
Und deswegen will Leipzig nicht so viel Waren haben, weil ich das nicht ordentlich verbunden hatte. So, hier machen wir eine kleine LKW-Station, da können ja noch was anstehen. So, guck mal hier, das Gewerbe ist dann gut verknüpft, wenn wir das durchsetzen. So, hier auch nochmal eben. Tut mir ja dann immer ein bisschen leid. Machen wir hier hin. So. Okay, Leute. Ja, das würde ich mal ganz schnell einrichten wollen. Neue Linie. Also, wie viele Leute hier sind. Bam. Bam. Leipzig. Gewerbe. LKW. Zwei Stück. Okay. So, okay, und jetzt können wir an sich einen Zug holen. Haben wir ja alles fertig hier. Züge kaufen. Wollen wir den mal holen hier, den neuen? Das ist ganz schön teuer. 1,8 Millionen. Das ist Elektro. Das ist nicht Elektro. Kostet deutlich weniger. 160 schafft er auch. Okay. Der hat halt deutlich mehr Leistung hier. Na, lass ruhig mal den holen, das wird das mal passen am Anfang. Kaufen. So, jetzt müssen wir gucken wegen Waggons, weil die haben wir ja noch nie gebraucht bisher. Baumaterial. Die brauchen wir für Baumaterial. Und Steine. Wo sind Steine? Hier ist Stein. Die können keinen Stein transportieren. Okay. Müssen wir die hier holen. Ich würde es jetzt gleich. Wir brauchen viel. Also Stein muss man viel transportieren können. Das wird ein langer Zug. 130 erstmal. Damit es erstmal anlaufen kann. Und Baumaterial. Nochmal 78 erstmal. Wie gesagt, wir werden das jetzt ja gleich noch mit Frankfurt anbinden, ne? Von daher passt das. So, okay. Steinbau, ey, Zug. Bin ich ja gespannt. Übelstes Biest, oder? Also wie gesagt, wenn wir so im Jahr 2010 sind oder 15 und ich das Gefühl habe, ich will ja noch ein bisschen weiterspielen auf der Karte, dann würde ich vielleicht als kleines Gimmick dann ein paar gemoddete Züge nehmen, aber nur welche, die irgendwie in irgendeiner Form realistisch sind von den Einstellungen her. Ich habe da schon sehr, sehr coole Züge gesehen, die sehr, sehr geil aussehen. Und auch nicht unrealistisch oder so. Ne? Die es dann auch gibt teilweise. Muss man meinen Steam-Overlay immer wieder umstellen, das nervt hier, ne? Ja, den Bahnhof hätte man vielleicht ein bisschen länger machen können. Aber immerhin bleibt er jetzt stehen. Ne, da konnte ich das hier nochmal demonstrieren, sozusagen. So, irgendwas haut nicht hin hier. Du hast Probleme. Er ist zu lang, oder? Ja, er ist zu lang. Okay, jetzt sind da jetzt Waggons weg, oder? Ist es okay, jetzt kannst du das wieder fahren? Ja. Okay, das ist, ne? Dem Depot nicht so weit wegbauen. Nicht so nah ranbauen, sozusagen. Ist jetzt ein bisschen cheesy, wie ich es gelöst habe, aber es ist okay. Hat auf jeden Fall schon Steine drin, jetzt müsste hier die Produktion eigentlich, die ist natürlich jetzt schon losgegangen. Keine Frage. 12. So. Gut, Leute. Baumaterial läuft auch. Ganz automatisch. Und jetzt. Yeah. So. Okay, Leute. Und jetzt heißt es Frankfurt anbinden, beziehungsweise Berlin anbinden. Und das ist easy. Berlin mache ich über LKWs. Würde ich für die beste Lösung halten. Wir machen ganz schnell Cargo hin. Machen wir gleich eine große Station. Wollen wir da extra jetzt noch eine Straße neu setzen? Oh nö, die kann ruhig hier so lang fahren. Das war jetzt nicht der perfekte Weg, aber es ist okay.
So, das zählt noch als Verbindung. So. Und jetzt, ne, Berlin muss ich gar nichts machen. Ich muss jetzt nur die Linie einrichten. Neue Linie. Baumaterial. Berlin Industrie. Wind. Okay, hätten wir. So, Haltestellen hinzufügen. Von mir. Industrie haben wir, glaube ich, hier, ne? Nope. Wie habe ich denn das gelöst? Das ist Gewerbe, das ist Industrie. Nö, nö, das passt eigentlich für die Einsätze. Das ist okay. So, hätten wir. Jetzt müssen wir noch LKWs hinsetzen, dann haben wir das auch. Dann ist Berlin schon mal versorgt. Lass sie mal eine andere Farbe holen hier. Die LKWs. Farbe. Wollen wir wieder pink machen? lass mal machen. Einfach weil wir das am Frühjahr auch so hatten in Berlin. Aus Spaß. Drei Stück erstmal. Linie zuweisen. Baumaterial Berlin, genau. Theoretisch können wir sogar sagen, dass die hier sich vollladen sollen. Das würde Sinn machen. So. Oh, Berlin ist so hip. Krass, oder wie sich die Stadt gewandelt hat, so. Müssen wir mal gucken, weil, wie gesagt, es gibt auch Hochhäuser und so. Müssen wir eigentlich bald auch mal irgendwas bekommen, hoffe ich zumindest. Ja, es ist nicht der perfekte Anlieferweg, so, ne? So über diese kleine Straße und so weiter. Ich meine, gibt es nicht mal einen Fußweg. Es tut mir ja leid, dass es nicht mal Fußwege hier gibt bei den kleinen Straßen. Mal unser Bus. Ah, den müssen wir auch bald mal austauschen, der sieht nicht mehr so fit aus. Ah, da sitzen sogar Passagiere drin. Guck mal, wie sie alle einsteigen. Schön. Ah, hier. Guck mal, Leute. Ein kleines Hochhaus. Ja, ist nicht das schönste Gebäude, aber es ist ein kleines Hochhaus. Wir haben auch schon ein etwas höheres Haus. Also das finde ich cool hier, so wie der wirklich der Bahnhof mittlerweile eingebettet ist. Hier sind ja auch überall schon Häuser, die entstehen. Das fetzt mir auf jeden Fall. So, ich guck mal eben, wie die Produktion jetzt ist. Auf 6. Jetzt hat er schon 20 Steine eingeladen. Hier ist die Produktion auf 44. Man darf nicht vergessen, dass ich Geschwindigkeit gerade auf normal habe, sonst haben wir immer dreifach gemacht. Dementsprechend dauert das alles ein bisschen länger. Aber ich will jetzt ja nicht zu schnell vorankommen, ist, ne? Sammelst du Öl ein? Treibstoff? Jo, das funktioniert auch, das ist schön. Wir haben jetzt an sich jede Stadt mit Treibstoff angebunden, außer München. Hm. Du bist bestimmt wieder voll. Ah ne, guck mal, 103 Lebensmittel. 530 produzieren die mittlerweile. Das ist krass. Ja, 500. Okay, konnte man sich irgendwie denken. Also von oben betrachtet, so dieses Stück hier, das sieht schon echt geil aus. Das gefällt mir gut. So gut, Leute. Jetzt können wir noch schnell einen Zug holen für Frankfurt. Müssen wir jetzt auch nicht viel machen. Okay, hätten wir. So, Linie schon einrichten. Baumaterial. Frankfurt. Zug. So, okay. Bam, vorladen. Bam. So, es hat auch hier dann ein anderes Slice, das sehe ich sehr, sehr gerne. Langsam ist hier voll, hä? Alter! Muss man da mal gucken, wie wir das mit dem Werkzeug und allem drum und dran machen wollen. Mal gucken. Weiß es noch nicht. So, okay, zukaufen.
Wollen wir nochmal die hier nehmen? Ich habe ja immer schon gern ein bisschen Abwechslung drin. Muss ich ehrlich sagen. Die Strecke ist jetzt auch nicht so lang. Aber nee, lass ruhig mal den hier nehmen nochmal. Das ist schon ein ganz schönes Biest. Wir können ja mal eine andere Farbe dann nehmen gleich. Dann stelle ich gleich ein. So, Waggons. Baumaterial. War das hier gewesen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal so hier. Hier zuweisen. Frankfurt. Wo hab ich's denn? Hier hab ich's. Ganz oben. So, lass mal noch die Farbe dann von dem Zug ändern gleich. Halt. Halt. Das schwarz machen. Oh, da verändert sich ja was gar nicht. Okay, dann halt nicht. Schade. So, okay, das läuft auf jeden Fall auch. Aber wir müssen dann einfach die Geschwindigkeit ein bisschen ankurbeln, weil ansonsten dauert es wirklich ewig, bis sich das hier mal weiterentwickelt. Bis es vorangeht, sozusagen. So, ich habe so den Eindruck, Leute, wir könnten in Leipzig neue Straßenbahnen gebrauchen. Lass mal eben welche holen. Okay, Leute. Die alten verticken wir mal eben. 5 Stück hatten wir hier. Die können 30 Passagiere machen. Na, ich mach mal so 6 Stück ungefähr. So. Alter, ist die laut. Okay, die sind laut, so. Schwärmt aus, meine Straßenbahn. Ich glaube, die müssen wir auch mal wieder aufstocken, hm? Könnte ich mir vorstellen. So, habe ich eigentlich Signale gesetzt? Warte mal, das müssen wir mal eben noch machen. Ich mach's mal ein bisschen realistischer. Halt, ich will die aber nebeneinander haben. So. Hier haben wir schon. Hier machen wir mal welche hin. Bitte wieder nebeneinander. So. Ja, theoretisch brauchen wir hier vielleicht auch eins, ne? So. Und hier ist ja schon eins, wunderbar. So, gut, damit einfach wenn es schöner aussieht, machen wir mal hier eben noch. Irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Ach ja, genau. Warte mal eben. Damit die Anwohner, ne, damit es nicht so laut ist und so. Also ich finde das halt immer, dass es sehr, sehr cool aussieht. Können wir das ja auch hier durchziehen. Eigentlich finde ich das ja ganz cool. Ach komm Leute, das machen wir jetzt mal. So, okay, das passt erstmal, denke ich. Joa, kann ich mit dem. Das ist ein bisschen blöd jetzt hier, dass hier jetzt gar keine Gleise lang gehen gerade. Wir können da so einfach Spaß verknüpfen irgendwie. Mal gucken, ob es geht. Nee. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt gehen wir über die Zeit, müssen wir überlegen, wie wir das machen. Ansonsten mache ich die ganze Zeit gemacht, dann weiterhin oder so. Oder Variante.
Das wäre auch eine Idee. So. Ich guck mal eben wegen Produktion. Halt, hier unten muss ich schauen. 86, okay. Also müsste gleich die nächste Stufe erreichen. So, dann können wir an sich jetzt schon mal mit Stahl anfangen, würde ich sagen, oder? Also, Berlin haben wir verknüpft jetzt mit Baumaterial, Frankfurt haben wir und Leipzig. Jagdheim wäre, glaube ich, noch relativ easy. Indem einfach von Frankfurt das hier rübergebracht wird. Aber uns gehen langsam die Haltestellen aus. Also dann. Doch, ich habe eine Idee. Wir können für den Zug, der auch das Öl macht. Hol mir. Ja, easy. Hol mir für den einfach noch ein paar Waggons für Baumaterial und schon hat sich das Problem gelöst. So. 1, 2, 3, machen wir es mal so hier, hm? Okay, ach du Scheiße, wie hieß denn die Strecke? Treibstoff, Jagdheim was gewesen eigentlich. So, jetzt muss ich aber, der darf sich nicht mehr vor. Ne, je nachdem, was eingestellt ist. Eine Fracht vollladen ist okay, wenn er das macht. Das ist in Ordnung. Okay. So, gut. Das wird jetzt natürlich erstmal ein bisschen dauern, bis es wieder anläuft. Und jetzt können wir an sich mit Stahl jetzt loslegen. Das wird jetzt richtig interessant. Davor muss ich, glaube ich, noch ein, zwei Gleise setzen. Hä? Also, wir gehen das nochmal ganz kurz durch eben. Bretter. Gehen hier hin. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nur noch Stahl. Plastik ist optional. Das brauchen wir nicht unbedingt. Für beides nicht unbedingt. Ne? Okay. So, und für Stahl brauchen wir Kohle, ist angebunden, und Eisenerz ist angebunden. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch eine Verbindung machen zwischen Stahlwerk und der Maschinenfabrik. Und das dürfte jetzt aber kein so großes Problem sein, theoretisch. Hierüber wollte ich das machen, glaube ich, ne? Hat er extra hier noch eine zweite Brücke gesetzt. Beziehungsweise eine dritte. Joa, warum denn nicht? Zu groß? What the fuck? Also, ne? Probieren wir es aus. What? Ah, alles klar, wenn ich M drücke, geht's. So, das sieht so gut aus, will ich meinen. So, und jetzt wollen wir das. Ja, wir tun das einfach hier parallel lang und dann hier rüber und dann ist das schon fertig. Übelst nice, Leute. Hat sich gelohnt, da so viel Mühe zu geben am Anfang. Ich habe ja wirklich sehr, sehr viel Gleise gebaut. Auf einmal. Muss man da mal gucken, wo wir den großen Berliner Flughafen hinbauen, der nie benutzt wird. Mache ich dann aber wirklich, Leute. Also, wir können mal eine Concorde starten oder so, aber. Das können wir auch über den Kleinen machen. Ja, vielleicht machen wir es auch über den Großen. Aber ja, vielleicht baue ich in Leipzig noch einen Flughafen, statt dort dann. Leipzig-Halle, ne? Leipzig-Halle-Flughafen. So, okay, ich baue mal ganz schnell den Bahnhof hier. Ist jetzt ein bisschen schade, also ich werde jetzt hier einfach noch einsetzen. Das würde also alles sehr viel vereinfachen. Oder, alternativ können wir natürlich auch jetzt hier eiskalt rüberziehen irgendwie. So, okay. Jetzt muss ich kurz überlegen. Hier hatten wir gesagt, eine scharfe Kurve zu machen, ne? Diesmal würde ich die ja dann wieder parallel langführen. Das wäre echt ganz cool. Und so hier. So, ja, das würde passen. Okay, alles klar. Das hier, das würden wir jetzt hier mit. So. Wird er hier ein bisschen langsamer, das ist okay. Und das hier viel mehr parallel an.
so dass es schön aussieht. So ist okay. Oh Leute, ich bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn dann alle Züge fahren. So. Das ist schon echt ein krasses Netz mittlerweile. Aber es ist halt jetzt auch, ne, das kann man jetzt auch argumentieren, es wirkt jetzt alles ja ein bisschen voll oder so, aber ich habe mir halt wirklich Mühe gegeben, dass es trotzdem cool aussieht. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich habe bestimmt jetzt irgendwo einen Fehler. Einen kleinen Denkfehler oder so. Kommt denn das Erz? Ne, das Erz muss hier hin. Das ist verbunden. Kohle ist verbunden. Stahl ist verbunden.